And welcome folks, welcome to a new Let's Play. Welcome to my holiday Let's Play. As I announced, during my holiday I cannot keep up my regular schedule and therefore I would like to play during this time a very special game with you together. A game that I played around the time it came out originally, which was in 1996. It may have been somewhat later, but about that time. I played it together with my brother on a PlayStation 1, and I have many very fond memories of that time, of me and my brother trying to solve this game together and going on this really interesting journey through several countries and yeah, trying to solve this. Okay, I don't want to spoil too much of the game, but I probably won't spoil very much by saying that you're going to try to solve a murder. And so this game has always held a very special place in my heart because, well, as I have already said, I played it together with my brother, and this game is also one of the my favorite games of all times. It has an incredible atmosphere. They did a really good job at capturing the atmospheres of those different places, especially of Paris. And it also has an amazing musical score. Okay, there's one slight disclaimer that I need to give. Namely, I'm not going to play the original version of this game, which would be the English version, but I am going to play the version that I have played when I was young, namely the German version. There are going to be subtitles, so you don't understand German, that's okay. There are going to be subtitles, but I simply cannot bring myself to play the English version. And moreover, the German version has some extremely good voice actors, namely the voice actor of George Stobbart and the other main character, which I'm not going to spoil right now. Okay, without any further ado, I think we should simply start the game. Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Indeed it will. Yes folks, we are going to play Broken Sword. Or as it's called in German, Baphomets Fluch. What Baphomet and has to do with the Broken Sword we will learn eventually. I don't want to spoil anything about this game. So we've just been, well, an eyewitness, not just an eyewitness, but yeah, a physical witness of a terrorist attack, one could say. A clown apparently placed a bomb inside this cafe and blew, basically pretty much destroyed the cafe. So the first, and we saw that he went off in this direction. So the first thing we should do is, of course, we should check whether there are any survivors. I mean, we are one survivor, but other survivors. Okay, there's the guy in the trench coat that we saw. Ich versuche, seinem Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Yes, so he's dead, apparently. But there's still the waitress, who perhaps is alive. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich, Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Ah. Well, we don't know that, but I would suppose no. Yeah, but what's a little lie? I mean, yeah, sure. Ja, bin ich. Ich habe unter Dougie Hauser studiert. Wer ist denn das? Nur einer der brillantesten Mediziner auf diesem Planeten. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Medizin weiß. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? No, ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy. Hm. I mean, you survived this bomb blast. I think you're going to survive a brandy. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Okay. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Yep. He's pretty dead. Ja, er ist tot. Oh mon Dieu. Ich habe noch nie eine echte Leiche gesehen, außer meine Grand-Maman. Aber das war was anderes. Sie war Familie. Ist er schon steif? Ich denke nicht. Er ist erst ein paar Minuten tot. Hmm. Your medical knowledge seems to be lacking, madame. Okay. Do you know anything at all about this mysterious guy who has absolutely no idea on himself? Kannten Sie den alten Mann? Nein, Monsieur. Den habe ich nie zuvor gesehen. Wie benahm sich der alte Mann? Er war nervös. Er schaute sich ständig um, zur Tür, auf die Uhr. Als ob er auf jemanden warten würde? Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst, das ist sicher. Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Hm. Er hatte diesen schuldbewussten Blick wie ein Ehemann auf Abwägen. Hm. It's possible, but I don't suppose his jealous wife would hire a hitman who dresses up as a clown to dispose of her infidel husband. Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam? Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Hm. Es war die reinste Begräbnismusik. Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden. Hm. Ja, me neither. Well, in fact... No, that's not true, actually. Hat der Clown mit dem alten Mann gesprochen? Nein, er lachte ihn nur aus. Dann grapschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus. I suppose you didn't see what was in his briefcase, did you? Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte? Nein, er hat ihn nicht aufgemacht. Hm. Was machte der alte Mann, als der Clown sich den Koffer grapschte? Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt. As if he would have known him. Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen? Oh, dazu hatte er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Hm. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht mehr. Okay. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. Ja. Yeah. In fact, we saw where the guy went. The guy being the clown. So we should maybe... This music takes me right back. This wonderful, wonderful music. Yeah, we should probably look whether we can pick up the trace of the clown. You know that he went into this alleyway. Hmm. There doesn't seem to be an obvious exit, besides maybe the sewers, so we could be still around here. There was something to pick up? Ah, no, there was just... okay. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. And there was actually, in the German version, there was a mistake in George Stobbart's dialogue there. In case you noticed. The translation is not 100% accurate in the sense, it's not literal, but it is more or less, yeah, faithful. Hmm. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Hm. I think what happened is that the clown transformed into a cat and then escaped, hid there in this trash can and then has now escaped. Whether that theory is true or not, we'll find out next time. So until then, folks,